Die Zeit rast. Manchmal haben wir echt Lust, mal wieder ein Spiel auf den Tisch zu bringen, zu zweit, allein, unter Freunden. Aber dann reicht die knappe Zeit bis zum nächsten Event einfach nicht. Du kennst bestimmt auch, vielleicht machen die Kinder jeden Moment auf, die Familie kommt vorbei, du hast noch was anderes vor oder du hast einfach keine Lust, so einen langen Brecher zu spielen. Und dann landet wieder gar kein Spiel auf dem Tisch und du bist enttäuscht. Und damit das nicht passiert, haben wir uns Gedanken gemacht und stellen dir unsere Auswahl an 10 Top-Spielen vor, die du in maximal 30 Minuten spielen kannst und die bei uns und unseren Freunden in der letzten Zeit am meisten auf den Tisch gekommen sind. Hey und willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir sind Alex und Tobi von den Board Game Pirates. Und das erste Spiel auf unserer Liste von Spielen unter 30 Minuten ist ein neues Spiel, das dieses Jahr für den französischen Spielepreis Asdor nominiert war, aber leider nicht gewonnen hat, und zwar Auf den Wegen von Darwin. Ein Spiel, das egal mit wem man das spielt und zu wie viel, auch wirklich immer nur 30 Minuten maximal dauert, ja. Da man im ganzen Spiel maximal 12 Plättchen platziert. Dabei bewegt man sich in kleinen Schritten um ein Spielfeld und hat dann immer eine Auswahl in jedem Zug von 3 Plättchen. Man kann also immer 1 von 3 Plättchen nehmen und jedes Plättchen kann man auch immer auf nur genau einem bestimmten Feld platzieren. Hat man das Plättchen also gewählt, muss man auch nicht lang überlegen, wo packe ich das hin, und so kann man das Spiel ruckzuck runterspielen. Es gibt dann noch ein paar Bonus-Chips, mit denen man beispielsweise die Plättchenauswahl ändern kann oder Zusatzpunkte sichern kann. An sich ist das Spiel aber wirklich sehr simpel und trotzdem wunderschön gemacht. Es gibt auch so viele verschiedene Tierarten, die auch in einem Artenbuch beschrieben sind. Mhm. Das Thema fügt dem ganzen Spiel dann nochmal was extra hinzu. Und es kommt jetzt übrigens auch ein Nachfolger von dem Spiel, das heißt auf den Wegen von Marie Curie. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Top-Familienspiel unter 30 Minuten. Darwin war schon Naturforscher und Entdecker, und zum Entdecken brauchte man auch damals schon ein Schiff und eine Crew. Und so auch beim nächsten Piratenklassiker, den wir vorstellen. Den gibt es jetzt übrigens auch als Big Box, und zwar Port Royal. Und Port Royal ist eins der ersten Spiele, die wir schon zusammen gespielt haben, noch bevor wir überhaupt zusammen waren, und auch eins der ersten Spiele, die ich oder wir mal mitgebracht haben zu Alex' Familie. Und wir hatten es einmal im Urlaub in der Tasche, da sind wir gerade tatsächlich auch auf dem Schiff gefahren. Und wir hatten so eine 30 Minuten Turnover auf so eine kleine Insel an der Nordsee. Und es hat auch genau 30 Minuten gedauert. Und ja, da mussten wir uns gerade noch ein bisschen beeilen, bevor die uns vom Schiff geworfen haben auf der anderen Seite. Und Port Royal ist nicht nur spannend vom Thema her, sondern auch ein richtig cooles und lustiges Push-Your-Luck-Spiel. Nach und nach deckt man dort Karten auf, und sobald 2 Piratenschiffe derselben Farbe erscheinen, die man auch nicht mit seinen Piraten abwehren kann, hat man die Runde verloren. Ja, und geht halt leider leer aus. Und ist man nicht ganz so gierig, dann sollte man lieber früher aufhören, bevor es zu spät ist, kann sich dann noch Gold holen, kann mit seinem Gold eine Crew anheuern, mit der man dann mehr Siegpunkte bekommt oder mehr Schiffe abwehren kann. Ja, und wer gewinnt, der als erstes, ich glaube, 10 oder 12 Siegpunkte hat. 12, glaube ich. Und was ich auch ziemlich cool finde, die Spiel- und Crewkarten haben eine Doppelfunktion. Auf der einen Seite sind die Crew-Leute abgebildet, und auf der anderen Seite kann man dann dieselben Karten auch als Münzen verwenden und spart sich damit auch irgendwie noch Zusatzmaterial. Ja, es gibt eine kooperative Erweiterung, die hat uns auch ziemlich gut gefallen, und dann noch so eine Kampagnenerweiterung. So eine Kampagne, ja, das hat uns nicht ganz so gecatcht, muss jeder vielleicht für sich wissen. Ist auf jeden Fall auch alles in der Big Box drinne. Ich glaube, die gibt es auch jetzt nur noch, ne? Ja. Und ist ein leichtes Spiel zum Relaxen, ein tolles, cooles Piratenwettrennen und kommt bei uns auch mit allen möglichen Leuten immer mal wieder schnell auf den Tisch. Als nächstes Spiel auf unserer Liste ein Kartenspiel, das wir nicht unerwähnt lassen wollen, da wir es zurzeit häufiger spielen als jedes andere Spiel, wenn wir mal eine halbe Stunde Zeit haben, und zwar Disney Locana. Das hat bei uns King of Tokyo als Brötchenholspiel abgelöst. Mhm. Wenn es also darum geht, wer morgens zum Bäcker gehen muss und die Brötchen holt, dann spielen wir einfach schnell mal eine Runde Locana, und der Verlierer muss dann los.
Oder ein Best Out of Three. Ja, stimmt. Manchmal auch Best Out of Three. Ja, eine Runde Locana dauert auch nur 10 Minuten. Also kann man auch einen Best Out of Three sehr schnell mal spielen. 2-3 Runden. Und Tobi hat mir zu Weihnachten auch richtig schöne Playmats geschenkt. Da macht das Spiel dann gleich noch viel mehr Spaß. Und wenn ihr inhaltlich noch mehr zu Disney Locana wissen wollt, dann schaut gerne in unser anderes Video rein, wo wir einen ersten Einblick in die Spielmechanik geben. Es gibt natürlich auch viele andere Videos dazu im Netz. Und man kann Locana wirklich gut mit allen möglichen Altersgruppen spielen, haben wir auch schon gemacht. Es funktioniert am besten, würde ich sagen, zu zweit. Es ist hauptsächlich ein Duellspiel, aber letztens hatten wir auch eine Partie zu dritt mit einem Kumpel von Tobi. Und das hat auch überraschend gut funktioniert. Also kann man durchaus auch zu dritt ausprobieren. Ja, kommen wir weg von einem Kartenspiel hin zu einem Plättchenlegespiel, dem zweiten Plättchenlegespiel unserer heutigen Liste. Und viele kennen Cascadia, das Spiel des Jahres aus dem Jahr 2022. Auf der Packung steht 30 bis 45 Minuten, aber man schafft es auch locker in 30 Minuten, vor allem wenn man zu zweit spielt, ja. Vor allem wenn man es schon öfter gespielt hat. Und da geht es auf jeden Fall locker und schnell von der Hand. Ja, und in Cascadia legt man Landschaftsplättchen und platziert Tiertokens drauf. Dabei muss man darauf achten, dass die Tiere auf der richtigen Landschaft und in möglichst bestimmten siegpunktreichen Konstellationen zueinander platziert werden. Und dafür werden am Anfang so allgemeine Missionen ausgelegt. Beispielsweise, ja, die Lachse müssen den Lachstreppen folgen, die Bären müssen in kleinen Gruppen liegen oder die Vögel in einer bestimmten Sichtlinie zueinander und noch viel mehr. Und wir haben es natürlich, als es rauskam, noch viel häufiger gespielt und dann auch länger mal nicht mehr. Aber jetzt vor einer Woche, zwei Wochen haben wir es dann nochmal auf den Tisch gebracht, wo wir auch nicht mehr so viel zocken wollten. Und da haben wir auch direkt gesagt, ja, das muss eigentlich auch in die Liste unter 30 Minuten. Es gibt praktisch keinen Aufbau, die Regeln sind super einfach. Du machst die Schachtel auf und kannst eigentlich direkt losspielen. Und letztes Jahr ist da auch noch eine Erweiterung dazu rausgekommen, nämlich Cascadia Landmarks. Mhm. Und damit kann man das Spiel jetzt auch bis zu fünf Spielern spielen. Krass. Ja. Ja, macht auf jeden Fall immer wieder Spaß. Ein weiteres Spiel, das wir super gern mal zwischendurch spielen und sogar auch mal abends im Bett als Absacker noch spielen, ist Similo. Und das Spiel ist super klein, passt in jede Handtasche und dauert wirklich nur 10 bis 15 Minuten inklusive Vorbereitung. Das ist ein kooperatives Kartenspiel, in dem es darum geht, ein bisschen kreativ zu sein und vor allem die Mitspielerinnen gut zu lesen. Für alle von euch, die Dixit oder Mysterium kennen, da könnte man Similo als den kleinen Bruder oder die kleine Schwester davon bezeichnen. Es gibt thematisch mittlerweile diverseste Varianten von Similo, von Tieren über Märchen, Mythen, Geschichte, Harry Potter, Herr der Ringe, fantastische Tierwesen, alles, was man sich vorstellen kann. Und das Spielprinzip von Similo ist in drei Sätzen erklärt. Ein Spieler, zum Beispiel Tobi, zieht geheim eine zufällige Karte, mischt die mit 11 anderen Karten und legt die 12 Karten dann auf dem Tisch aus. Dann muss Tobi den anderen Spielerinnen Hinweise geben, welche dieser 12 Karten jetzt seine geheime gesuchte Karte ist. Das macht er, indem er andere Karten ausspielt. Spielt er die vertikal aus, bedeutet das, die gespielte Karte hat was mit der gesuchten Karte gemeinsam. Spielt er sie horizontal aus, heißt das, die platzierte Karte zeigt das Gegenteil der gesuchten Karte. Ja, und das war eigentlich schon das ganze Spiel. Nach und nach schließt man dann Karten aus, bis eben nur mehr die richtige gesuchte Karte überbleibt. Hoffentlich. Und dann gewinnt man. Ja, das Spiel gibt es wie gesagt in unterschiedlichen Varianten und wir finden, einige sind deutlich leichter als andere. Vor allem bei den Varianten mit Menschen, da kann man sehr leicht Hinweise geben. Man spielt eine Frau aus, vertikal, um anzuzeigen, dass der gesuchte Charakter eine Frau ist. Dann kann man eigentlich schon die Hälfte der Karten auf dem Tisch ausschließen. Und dann gibt es eben abstraktere Varianten, wie zum Beispiel die Halloween-Variante, die uns auch gut gefällt. Mhm. Oder eine Brettspiel-Variante. Die gibt es auch immer auf der Spielmesse irgendwie, wenn man ein Spiel kauft, gratis dazu, ne? Genau, die letzten zwei Jahre war das so auf der Spielmesse in Essen. Im Oktober konnte man die sich kostenlos holen und die macht uns als Brettspiel-Nerds auch sehr viel Spaß. Und man kann auch unterschiedliche Similo-Versionen miteinander mischen, um es noch ein bisschen abwechslungsreicher und auch komplexer zu machen. Genau.
Also kann man den Schwierigkeitsgrad stark variieren und das mit allen möglichen Gruppen spielen. Daher perfekter Absacker oder Spiel zwischendurch in 10 bis 15 Minuten. Wusstest du eigentlich, dass eins unserer allerersten YouTube-Videos über das Spiel Sushi Go Party war? Ja, ich schaue dir das Video besser nicht an, weil da waren wir hinter der Kamera und vor der Kamera noch ganz schön grün hinter den Ohren. Ja, aber gespielt haben wir da auch schon ziemlich gerne. Und das Spiel Sushi Go Party, was wir da vorgestellt haben, das hat jetzt zwischenzeitlich einen Würfelableger bekommen, und zwar Sushi Roll. Und wenn nicht so viel Zeit ist, würden wir eigentlich immer eher Sushi Roll auf den Tisch packen. Und zwar, weil bei Sushi Go Party muss man einfach sehr viele Karten im Vorfeld irgendwie zusammensortieren und sich so ein Menü bauen, was man dann durchspielt in dem Spiel. Und die Vorbereitung nimmt einfach doch ein bisschen Zeit in Anspruch und da kann man nicht einfach direkt loslegen. Und bei Sushi Roll ist das ein bisschen anders. Da gibt es einfach so einen Würfelsack. Jeder nimmt sich da Würfel raus und packt sie auf sein kleines Sushi-Band oder wie sagt man ja, Sushi-Band, ne? Ja, so ein kleines Laufband und, wie bei Running Sushi. Genau, und ja, jeder nimmt sich dann da irgendwie die Würfel, würfelt die, packt die auf sein Band, dann werden sich Würfel genommen und das Band irgendwie weitergegeben, solange bis keine Würfel mehr da sind. Und grundsätzlich geht es darum, dass man eben ja, an dieser Sushi-Bar sitzt und sich versucht, die besten Sushi-Kombinationen an seinen Teller zu holen und damit eben Punkte zu machen. Und am Ende jeder Runde zählt man dann diese Punkte und dann kann man auch Ausschau halten nach möglichst guten Kombinationen. Zum Beispiel, wenn man sich erst ein Wasabi holt und sich dann so ein 3-Punkte-Sushi oder Sashimi oder sowas dazu holt und oben drauf legt, dann multiplizieren sich einfach die Punkte. Und das ist super einfach, super spannend, ist auch spaßig. Der eine kann so ein bisschen dem anderen auch die Würfel wegnehmen. Und es zockt sich in 20 bis 25 Minuten. Danach packt man einfach alle Würfel wieder zurück in den Sack und packt das Ding zurück in die Schachtel. Und schon ist es erledigt. Macht Spaß und ist auf jeden Fall immer eine kleine Runde wert. Ja, und ein Spiel, was kein klassisches Brettspiel ist, das sich aber auch perfekt in 30 Minuten spielen lässt, ist das Spiel Skitter. Das durften wir letztes Jahr auf der Spiel schon ausprobieren und weil es uns so gut gefallen hat, haben uns die netten Jungs aus Hamburg auch ein Brett zur Verfügung gestellt, um, ja, damit wir das noch ein bisschen weiter austesten können. Und ja, wie funktioniert das eigentlich? Ja, man schnitzt auf diesem Spielbrett so Ringe durch die Gegend, auf einem magnetischen Spielbrett, und versucht, die möglichst ins gegnerische Tor zu befördern. Sehr vereinfacht gesagt. Wir waren da erst ein bisschen skeptisch, so Schnippspiele. Wir spielen ja eher vielleicht Strategiespiele, Kennerspiele. Aber es macht wirklich ziemlich süchtig, ja, wenn man erstmal damit angefangen hat. Es ist so ein richtiges Kneipengame auch. Und es gibt einfache Regeln, Familienregeln, aber es gibt auch richtige Turnierregeln und auch Turniere, die da gespielt werden. Expertenvarianten sind, glaube ich, auch in Planung. Auch mit so Challenge-Karten, die man dann erfüllen muss. Das haben wir schon geteasert bekommen. Genau. Und ja, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann sind die Jungs auch öfter mal im Brettspielcafé Würfel und Zucker hier in Hamburg. Da kann man das bestimmt mal ausprobieren. Müsst ihr mal vielleicht auf dem Instagram oder so schauen. Und, auch auf der einen oder anderen Spieleveranstaltung. Ich glaube, auf der BerlinCon sind sie auch wieder dieses Jahr. Haltet da mal die Augen offen. Genau. Und ansonsten gibt es demnächst, glaube ich, auch einen Kickstarter. Wenn es euch interessiert, dann schaut euch das einfach mal an. Noch ein schnelles Spiel, das auf dieser Liste nicht fehlen darf, ist nicht nur ein Spiel, sondern eine Spieleserie, und zwar die Welcome To-Serie. Da gibt es den Klassiker Welcome to Your Perfect Home. Dann das zweite war, glaube ich, Welcome to Las Vegas. Und dann gibt es noch Welcome to the Moon, das wir auch zu Hause haben. Und im klassischen Welcome to Your Perfect Home schlüpft man in die Rolle von Architektinnen, die Häuser in Straßen gebaut haben und diese nun noch logisch nummerieren müssen. Und zwar möglichst in aufsteigender Reihenfolge, aber auch nach bestimmten anderen Kriterien. Gewisse Nummern sollten beispielsweise an Häusern mit Pools geschrieben werden. Dann sollte man noch Parkanlagen und Zäune bauen und einige andere Kriterien erfüllen, um am Ende zu punkten. Und das läuft so ab, dass Karten mit Nummern und Karten mit Bildern umgedreht werden. Man entscheidet sich dann für so eine Kombi.
aus einem Bild und einer Nummernkarte, zum Beispiel einem Pool und einer 9 und trägt dann die Zahl auf dem Spielerblatt ein, die 9, also optimalerweise an einem Haus mit Pool zum Beispiel. Und die Zahlen müssen von 1 bis 15 aufsteigend sein. Man darf zur Zahlen überspringen, aber es muss aufsteigend sein und es darf sich keine Zahl wiederholen. Und irgendwann passiert es dann eben, dass man gewisse Zahlen auch einfach nicht mehr eintragen kann. Dann bekommt man Minuspunkte und passiert das zu oft, dann endet das Spiel und man schaut, wer die meisten Punkte gewonnen hat. Also auch ein sehr simples Grundspiel. Was aber noch cool ist, es gibt da sehr viele andere Varianten und Erweiterungen. Wir haben uns jetzt beispielsweise eine Big Box geholt. Da ist eine Ostererweiterung, eine Sommererweiterung, eine Geistererweiterung für Halloween, alles Mögliche. Und auch Welcome to the Moon bietet eben auch nochmal eine andere Variante mit Weltraumthema und auch anderen Mechaniken, was wirklich sehr spannend gemacht ist. Und, ja, da wird es auf jeden Fall aber auch sehr komplexer. Also bei Welcome to the Moon, das ist eher für Kennerspieler gedacht. Da wird schon ein bisschen hakelig, wie man das funktioniert. Da muss man auch die Regel vielleicht ein-, zweimal lesen. Und Welcome to Your Perfect Home ist auf jeden Fall für alle Spieler geeignet. Genau, aber so in 30 Minuten für alle was dabei. Familienspieler, Expertenspieler, perfekte Kombi. Ja, und erzählt uns mal, was habt ihr denn noch so für Spiele, die bei euch vielleicht maximal 30 Minuten dauern? Habt ihr da noch Tipps für die anderen Zuschauer? Dann schreibt sie einfach mal unten in die Kommentare. Seit es 2020 auf Deutsch erschienen ist, haben wir Fantastische Reiche eigentlich rauf und runter gezockt. Seitdem hat es bereits eine Erweiterung erhalten, auch ein paar Promos gibt es, glaube ich. Und 2021 wurde es sogar zum Spiel des Jahres nominiert. Nicht alle mögen Fantastische Reiche, einige mögen das Thema nicht so besonders, einige finden das Design irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das war, glaube ich, ein Hauptkritikpunkt. Ja, es wurde jetzt letztes Jahr sogar nochmal eine überarbeitete Version rausgebracht. Einige Karten wie der Herr der Bestien oder so die Prinzessin sehen einfach komplett anders aus. Es gibt, glaube ich, sogar eine englische Version, die komplett nochmal anders aussieht. Aber was das Spiel an sich ausmacht, ist das super einfache Spielprinzip. Eine Karte ziehen, eine Karte ablegen, mehr macht man eigentlich nicht in seinem Zug. Und am Ende versucht man dann mit seinen Karten Kombos aufzubauen und damit eben die meisten Punkte zu bekommen. Und obwohl es erstmal sich so einfach anhört, ist es trotzdem relativ spannend, weil die Karten und Kombos selbst mit ihren Kreaturen und unterschiedlichen Boni und Strafen einfach das Spiel ausmachen. Ja, irgendwie, da muss man eine bestimmte Bestie spielen, aber da muss man mindestens einen Zauberer dabei haben. Aber wenn man einen Zauberer hat, dann kriegt man bei irgendwelchen anderen Karten Minuspunkte. Und so gibt es einfach verschiedene Anforderungen, Boni, Strafen und andere Karten, die wieder Strafen aufheben können. Und die Karten haben auch teilweise ein bisschen viel Text, den muss man genau lesen und da braucht es schon so mal ein, zwei Runden, bis man das Ganze vernünftig verstanden hat und dann auch wirklich schnell runterzocken kann. Aber ja, wenn man diese Einstiegshürde geschafft hat, dann macht es einfach richtig viel Spaß. Wir haben das auch mit Alex Mutter zusammengespielt und am Anfang war das auch so, hey, welche Karten? Und Alex und ich haben dann die Karten einfach runtergezockt, weil wir die schon kannten. Und aber dann nach zweiten, dritten Mal haben wir es immer weiter gezockt und immer wenn wir mal 10 bis 15 Minuten Zeit hatten, hieß es sofort, können wir wieder eine Runde Fantastische Reiche spielen? Und ich glaube, das ist auch das einzige Spiel, was wir sowohl im Zug als auch im Flugzeug sogar schon mal gespielt haben. Ja, auf jeden Fall. Immer also dabei. Wir werden es demnächst wieder mitbringen. Beim nächsten Spiel sind Tobi und ich uns uneinig. Was? Mir gefällt es. Ich glaube, du warst eher weniger begeistert. Das muss aber nicht unbedingt am Spiel liegen. Ich habe das Gefühl, dass diese Art von Spiel dir generell nicht so 100% zusagt. Wenn ihr aber Fans von Exit- oder Escape-Spielen seid und eine schnelle Variante davon sucht, dann ist dieses Spiel, glaube ich, genau das Richtige. Und zwar die neuen Unlock Short Adventures. Okay. Ja, die spielt man laut Packung in 30 Minuten. Wir haben ehrlicherweise 40 Minuten gebraucht. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie schnell ihr dann wirklich den Fall knackt. Ich glaube, wir haben uns nicht ganz so gut angestellt. Man kann es aber sicherlich auch in 30 Minuten schaffen. Es dauert jedenfalls nur halb so lang wie ein normales Exit-Spiel oder Unlock-Spiel.
Und wer von euch Unlock nicht kennt, man versucht da ähnlich wie in einem echten Escape Room Rätsel zu lösen und Codes zu knacken. Und zwar mit Hilfe von Karten. Und am Anfang des Spiels hat man nur sehr wenige Karten, auf denen man dann Rätsel lösen kann. Und die führen dann zu weiteren Karten und immer so weiter, bis man dann irgendwann das finale Rätsel gelöst hat und das Spiel gewinnt. Man, das ist auch so eine kleine Storyline irgendwie dabei, ja, ne? Ja, genau. Genau, das führt einen dann durch so eine Story durch mit Rätseln. Und man braucht auch eine App dafür, die muss man sich einmalig runterladen, kann man dann aber auch offline nutzen. Und ich muss sagen, dass sie wirklich sehr gut funktioniert. Die hat nie gehakt oder irgendwie Probleme gemacht. Und ich habe 3 dieser Spiele auch einer Freundin geschenkt, die Unlock-Reihe liebt und ich glaube wirklich fast alle Unlock-Spiele auf dem Markt gespielt hat, und das sind viele. Aber aktuell schafft sie kein großes Unlock-Spiel mehr, da sie jetzt gerade ein Kind bekommen hat. Und da dachte ich, für solche Fälle sind die Short Adventures auch perfekt. In 30 Minuten, bis das Kind wieder aufwacht, ist man durch. Und ja, ich fand die Story auch gut. Ich finde, das Spiel hat Spaß gemacht. Ich glaube, du warst so. Ja, also man muss schon eine gewisse Geduld haben. Ich bin da ein bisschen ungeduldiger, oder wenn da nicht die richtige Karte kommt, dann irgendwie so, hä, wieso geht das jetzt nicht? Und das muss doch irgendwie da weitergehen, weil, ja, ich weiß nicht, ich bin für solche Spiele nicht gemacht. Auch diese kleinen Sherlock-Spiele kriege ich die absolute Krise. Ich mag eigentlich Exit-Games, ich mag auch diese großen, wo man so ganz viele Dokumente bekommt und sich dadurch die Geschichte bemühen muss, um so einen Mordfall aufzuklären oder so. Unlock ist nicht so meins, aber ich glaube, für all die, die so eine kleine Story wollen und irgendwie so ein bisschen rumrätseln wollen in so ein Exit-Spiel, ja, für die ist das auf jeden Fall was. Ja, die Liste wäre nicht komplett ohne das Kennerspiel des Jahres 2020, Die Crew. Beziehungsweise die noch neuere und für uns, finde ich, auch etwas bessere Version, Die Crew Mission Tiefsee. Das Spiel baut sich in einzelnen Missionen auf, die an sich auch schnell gespielt sind. Und wenn man verliert, dann kann das schon mal irgendwie nur ein paar Minuten dauern, weil man dann irgendwie relativ schnell merkt, okay, den Stich schaffen wir jetzt irgendwie gar nicht mehr. Runde vorbei. Und ja, wenn man gewinnt, dann sind es vielleicht so 10 Minuten pro Runde. Also es ist schnell gespielt und ja, ist ein Kartenspiel, was super ist, mit Leuten zu spielen, die gerne Stichspiele mögen. Und Alex Familie in Österreich zum Beispiel spielen super gerne Schnapsen, und daraus kennt man schon die ganzen Konzepte wie Trumpf, Färben oder Bedienen. Und die Crew arbeitet quasi mit diesen Standardkonzepten von Stichspielen, so dass man schnell reinkommt, und durch diese speziellen Missionen und Abwandlungen bleibt aber auch jede Runde spannend, jede Runde ist anders und bringt halt entsprechend Abwechslung und eine sehr gute Wiederspielbarkeit mit. Und was die Crew jetzt anders macht als allgemeine Stichspiele, ist einfach, dass es tatsächlich kooperativ ist und man die Mission zusammen als Team schaffen will. Und beim Stichspiel ist das natürlich erstmal irgendwie so ein bisschen komisch. Da gibt es dann Missionen, wo irgendwie einer unbedingt den dritten oder den letzten Stich gewinnen muss und ich muss quasi absichtlich einen Stich verlieren. Und zusätzlich bauen die Missionen dann auch mit so einer kleinen Story aufeinander auf, und die Regeln werden quasi pro Mission immer ein bisschen schwerer. Ja, und es gibt ein paar Seiteneffekte, wie zum Beispiel die Schiffscrew ist unfähig und kann jetzt irgendwie nicht mehr miteinander kommunizieren. Ja, und normalerweise darf man irgendwie mal so eine Karte rauslegen und den anderen so ein bisschen zeigen, was man noch so hat. Und oder irgendwie, ich darf keine 9 in meinen Stichen haben. Da muss man irgendwie allem gemeinsam nachgucken, dass ich jetzt nicht dazu komme, mit irgendeiner Karte, die zu hoch ist, so einen Stich zu gewinnen. Wo eine 9 drin liegt, haben wir sofort verloren. Ja, also wir haben die Crew jedenfalls rauf und runter gezockt. Und jetzt gerade letztes Wochenende wieder. Ja. Und ja, und wenn ich daran denke, ja, das war am Wochenende schon cool. Wir können es eigentlich direkt wieder auf den Tisch bringen. Macht auf wir jeden Fall. Wir wollen auch gar nicht mehr aufhören. Wir haben dann gesagt, so, jetzt müssen wir mal ein anderes Spiel auf den Tisch bringen. Du willst immer mehr, noch Mission 3, 4, 5. Und es macht auch immer noch Spaß, wenn man es länger nicht mehr gezockt hat und nochmal mit anderen Leuten wieder von vorne anfängt. Also, The Crew ist jetzt, ja, schon unser letztes Spiel, oder haben wir noch was zu sagen? Eins haben wir noch. Ein Spiel, das wir bisher nicht erwähnt haben, das aber auch weniger als 30 Minuten dauert und viel Spaß macht, das wir auch letztes Wochenende gespielt haben, ist Faraway. Das kommt demnächst bei Cosmos, und wir berichten darüber auch ausführlich in diesem Video.
wo wir viele weitere coole Neuheiten aus 2024 vorstellen. Schaut da mal rein.